fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash Royale mit mir, Nefred. Und was wollen wir heute machen? Gestern hatte ich ja das Video hochgeladen mit diesem 2 gegen 2 mit den Clan Battles. Danke übrigens für das viele positive Feedback, das hat mich sehr gefreut. Und dann hat tatsächlich jemand geschrieben unter das Video, hinter dem Royal Giant ist eine neue Karte. Ich blende das mal ein. Derjenige hat das geschrieben und dann habe ich mir das Bild mal genau angeguckt. Und während wir jetzt noch irgendwie Wiederholung sehen, wir machen auf jeden Fall gleich noch einen Live-Kampf, keine Sorge. Ich habe es mir angeguckt und was sehen wir dort? Wir sehen natürlich die Arena, wir sehen diesen geteilten King Tower. Dann sehen wir natürlich links und rechts den Turm. Links oben fehlt ein Turm. Das ist eigentlich ganz wichtig für die weiteren Sachen. Wir werden jetzt mal drauf gucken. Also, wir zoomen mal rein und gucken mal, was denn da ist. Da habe ich mir erst so die Frage gestellt, das, was da kaputt gegangen ist, ist das vielleicht einfach nur die Ruine des Turms? Ne? Der eine hat den Turm kaputt gemacht, da bleibt ja natürlich immer was liegen, da bleiben so ein paar Steinchen liegen, ein bisschen Holz liegen. Ist das einfach die Ruine, die wir da sehen? Und dann habe ich das mal aus einem anderen Spiel rausgesucht, wie das denn aussieht, wenn so ein Turm kaputt ist. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also, wir sehen Steine. Links, rechts ein Steinchen, oben sehen wir, das ist ganz wichtig, oben sehen wir Holz. Jetzt legen wir das mal nebeneinander. Das, was wir da sehen und das, was die Ruine ist. Wir sehen das nämlich, Moment, ich muss nochmal reinzoomen. Das quasi rechts neben dieser, ich sage jetzt wirklich mal Figur, neben diesem grünen, dieses Hölzchen, das ist noch von dem Turm. Aber links, das sieht aus, ohne Witz, ich habe absolut keine Informationen zu irgendwelchen neuen Karten oder zu irgendwelchen Updates. Das muss ich wirklich ganz klar sagen. Das sind wirklich alle Spekulationen. Das sieht aus wie ein Baseballschläger. Für mich persönlich sieht das 1:1 aus wie ein Baseballschläger. Da gibt's, ich habe keine Ahnung, wir können gerne in den Kommentaren diskutieren. Wenn ich mir das angucke, das sieht für mich aus wie jemand, der einen Schulterschutz trägt und einen Baseballschläger in der Hand hat. Die Frage ist nur, was soll das denn bitte für eine Truppe sein? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, nichts, was Supercell da macht, passiert irgendwie aus Versehen. Wenn sie das hypen wollen und wenn sie wollen, dass man über diese Truppe diskutiert, dann machen sie das auch so, dass sie es genau so einbauen. Es wird genau so passieren. Dass es genau jetzt hinter der Truppe ein bisschen versteckt ist, denn sie gucken die Bilder ja, bevor sie sie posten, sie gucken es 100-mal nach und von daher, es ist gewollt, dass man das sieht wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, was es ist. Es ist ja jetzt nicht sowas Ungewöhnliches, dass man jetzt hier immer bei Clash Royale irgendwelche neuen Truppen oder neuen Karten hat. Das ist ja jetzt absolut nichts Ungewöhnliches. Kommen ja immer mal wieder Truppen raus oder Karten. Und das ist jetzt echt die Frage, was könnte das sein? Und ich habe jetzt mal rausgesucht, bevor wir jetzt in das Live-Spiel gehen, so ein Samurai. Denkt euch aber mal diese Hörner weg oben. Das ist meine Meinung, so hatte ich mir das vorgestellt, dass man quasi so einen Samurai hat und er hat halt oben schwarzes Haar, was man auf dem Bild auch so ein bisschen sieht und hat halt diese grünen Schulterpolster und so weiter. Also was dann aber absolut nicht da reinpasst in meine Überlegungen, ist einfach der Baseballschläger. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist das auch ein, wie heißt das bei so einem, ein Paddel. Beim Boot ein Paddel. Aber das, ein Baseballschläger macht einfach mehr Sinn in diesem Fall, ne? Das ist das. Ein Baseballschläger macht in diesem Fall einfach viel mehr Sinn. Und er setzt jetzt die Prinzessin. Nicht die Prinzessin, den Henker. Scheiße, ich habe mich verguckt. Ja. Einige hatten auch gesagt, das ist der Henker. Aber der Henker ist nicht grün. Ne? Das ist auch so eine Sache. Der Henker ist nicht grün. Oh, und jetzt muss ich wirklich mal gucken, dass wir mal eben hier alles hier ein bisschen abgelenkt bekommen. Ich will dieses Spiel eigentlich jetzt nicht unbedingt verlieren. Wir wollen natürlich auch noch weiterreden darüber. So, die müssen dahin. So, die müssen sich jetzt darum kümmern. Jetzt müssen wir den mal eben... Ich habe den Klonzauber jetzt eben übrigens auf Level 6 gezogen. Das ist sehr cool. So, der ist jetzt down. Jetzt ist das Türmchen... müsste das Türmchen gleich down gehen. Ah, sehr schön. Nein, da hat tatsächlich einer unter das Video geschrieben, du bist mit Level 10 bei 3200 Pokalen, liken, wer alles mit niedrigerem Level höher ist. Da habe ich dann darunter geschrieben, ja, ich bin leider zu hoch. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei 3500, würde ganz gerne für die Clan-Truhe auch ungefähr in diesem Bereich bleiben, dann pushe ich, glaube ich, so bis 4000 oder so. Das würde dann gehen. Also dann wäre ich ungefähr in dem Bereich so 4200, 300, 400, wo ich dann ungefähr hingehöre mit meinem Level vielleicht. Da mit den Kartenlevel vielleicht nicht unbedingt. Oh, das ist nix gut. Ja, das ist... Er schiebt ihn vielleicht ein bisschen weg. Mit diesem Deck ist es echt schwierig zu verteidigen. Jetzt muss ich mal eben gucken, was wir da machen können. Soll ich den Ballon hinterher schicken? Oh, die Pfeile haben sich endlich mal ausgezahlt.
Die Pfeile haben sich endlich mal bezahlt gemacht. Ja, komm, wir können ihn einmal klonen noch. Das ist im Grunde so ein Spaßdeck, im Grunde, was wir jetzt hier gerade spielen. Es ist kein richtig ernst gemeintes Deck, aber guckt euch das mal an. Der Sepp hat zwar ein bisschen funktioniert, aber der Turm von ihm ist trotzdem fast down. Und ich will aber natürlich auch die Diskussion jetzt nicht vernachlässigen über die Karte. Gerne diskutiert in den Kommentaren mit. Viele hat es ja, wie gesagt, unter das Video von gestern schon drunter geschrieben. So nach dem Motto, Fred, da hast du was übersehen, guck mal danach. Und ich habe es gelesen. Hab's ja auch eingeblendet. Diesen Kommentar, den ich eingeblendet habe, habe ich mehrmals halt gesehen. Und ich darf ja auch über Karten spekulieren. Das ist ja absolut erlaubt. Und jetzt ist er ein bisschen gierig geworden. Muss man wirklich sagen, jetzt ist er ein bisschen gierig. Er wollte. Ich hätte ihm eigentlich. Nochmal. So, diesmal lohnt sich das Klonen noch nicht ganz. Wir werden jetzt auf 3 gehen auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt aber anders. Ja, ich darf mich jetzt aber auch nicht. Jetzt werde ich gierig. Ah, nee, es reicht noch. Okay, hätte ich mich fast verspekuliert. Ich wollte schon sagen, ich darf jetzt aber auch nicht zu gierig sein und darf dann nicht auf 3 gehen. Ah, ich freue mich schon so auf die Team-Battles. Oder beziehungsweise, das heißt ja Clan-Battles. Boah, ich freue mich schon so drauf. Das wird einfach so lustig. Ich freue mich schon wirklich, wenn Matthias kommt Montag aus dem Urlaub wieder, dann wird es, glaube ich, richtig lustig werden. Kommt die neue Karte schon dann oder kommt die nicht? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich darf ja spekulieren. Ich sage ja nicht, dass es kommt. Ich sage ja nicht mal, was kommt. Das sind ja alles nur Vermutungen. Es ist echtes Material von Supercell. Ich habe ja nichts editiert davon. Ich habe es so, wie es da ist, habe ich es halt gefunden oder beziehungsweise es haben viele von euch gefunden. Es ist nichts davon von mir irgendwie in irgendeiner Form bearbeitet. Deswegen bin ich da auch frei, irgendwie darüber zu diskutieren. Oh, ein Golem. Wir wünschen mal, ist der Gegner da oder nicht? Wünscht er uns viel Glück oder wünscht er uns kein Glück? Das ist die große Frage. Poli, hallo. Hallo, Poli. Wir werden jetzt... Es bringt im Grunde nichts, jetzt den Drachen zu nehmen. Das bringt auch nichts. Es bringt alles gerade wenig. Die Kobold-Gang kann ich da oben hin machen. Der Klonzauber, der hätte mir in diesem Fall gerade absolut gar nichts geholfen. Jetzt müssen wir eigentlich nur hoffen, dass wir den Golem down kriegen, bevor seine Truppen von hinten rankommen. Ah, das müsste klappen. Ja, das müsste klappen. Erster Angriff hat er leider ein bisschen abgewehrt jetzt. Aber egal. Wir versuchen es einfach nochmal. Das ist halt so diese Kombination. Klonzauber und der Hund, beziehungsweise Klonzauber, Hund und Ballon, das ist halt eine sehr starke Kombination. Jetzt habe ich mich vertan, oder? Yep. Da habe ich mich leider ein bisschen vertan, denn jetzt tankt leider der Hund nicht für unseren Baby Dragon. Ah, oh, er hat einen Zap. Macht aber nichts. Jetzt müssen wir mal gucken. Reicht wahrscheinlich sowieso mit den. Na, nicht ganz, aber 1500 noch. Es ist natürlich, du musst den großen Push am Ende. Das ist das Entscheidende hierbei einfach. Der große Push am Ende mit dem Hund und mit dem Ballon. Wir dürfen nicht vergessen, er hat immer noch den Golem. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt müssen wir nur mal ein bisschen abwehren, damit der Baby Dragon nicht durchkommt. Ja, das läuft. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache. 1016 hat er noch. Unser Turm ist in Anführungszeichen relativ safe. Er hat da den Zap. Gucken, ob er den jetzt benutzt. Sehr bald. Oh, er hat das Holz. Okay, schade. Jetzt ist aber Overtime. Jetzt können wir loslegen. Okay. Jetzt legen wir los. Und zwar mit dem... ich habe eine Idee. Wir setzen jetzt nämlich... Setzen wir den jetzt schon? Ja, wir setzen ihn jetzt schon. Wir kommen jetzt schon aus der Ecke raus. Pass mal auf. Er hat ja keinen Feuerball oder sowas, glaube ich. Jetzt brauche ich nur die Pfeile gleich. Die Pfeile sind gleich ganz wichtig noch. Oh, er hat den Blitz. Aber unsere geklonten Sachen kommen durch. Unsere geklonten Sachen kommen durch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, immer noch nicht. 300 noch. Also es ist ein guter Gegner. Muss man wirklich sagen, auch wenn er uns kein Glück wünscht. Es ist ein guter Gegner, den wir hier haben. Macht auf jeden Fall... Es ist ein Klon-Fun-Deck, das muss man auch sagen. Aber noch was klonen. Ne, wir warten noch ab. Einen Push kann ich mir auf jeden Fall noch erlauben. Aber Die Luft wird dünner. Er darf nicht den Golem setzen. Er setzt den Golem. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein grandes Problem. Ich muss jetzt ganz schnell klonen, bevor jetzt hier irgendwas schief läuft. Oh, es wird hart. Es wird richtig hart. Ich muss mich jetzt echt anstrengen. 400. Ja, er hat gewonnen. Es ist ein Klondeck. Warum machen die Leute das? Warum machen die Leute das? Ich verstehe es nicht. Also, ich will es auch nicht rausschneiden oder so. Ich finde es halt extremst unsportlich, wenn man das mal überlegt, dass ich ja ihm, glaube ich, 3-4 Mal Glück gewünscht habe. Es war wirklich ein gutes Spiel mit meinem... Es ist ein Trolldeck. Es ist wirklich ein Trolldeck. Aber
keine Ahnung, warum die Leute dann so unsportlich sind und dann einfach noch danach noch ein Smiley rausdreschen. Naja, wenn sie wollen, wenn sie sich dadurch besser fühlen, dann sollen sie es machen. Und ja, das war das Ende dieser Episode Clash Royale. Diskutiert gerne mal in den Kommentaren mit, was wir da gesehen haben oder vielleicht auch nicht. Ist es ein Baseballschläger? Ist es ein Samurai? Keine Ahnung. Wann kommen die Clan-Battles? Das weiß ich leider auch noch nicht genau. Aber wenn ich es weiß, werde ich es euch sagen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. 17 Uhr gibt es noch eine Episode. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Bleibt dabei. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und bis später. Tschüss.